Wunderschönen guten Tag, willkommen zurück. Es geht weiter in der Champions League. Das Rückspiel gegen AS Monaco steht an. Und in der Liga, der Trend zeigt nach oben, was die Ergebnisse angeht. Allerdings spielerisch immer wieder eine Achterbahnfahrt. Das Spiel gegen Berlin mit einer der Tiefpunkte in der letzten Zeit, wenn man das mal ehrlich sieht. Doch bevor wir weitermachen, wie immer erst einmal ein bisschen gucken. Es ist fantastisch, dass Sie mich so oft einsetzen. Danke für die Chance. Bleib auf dem Teppich, mein Junge. Und danke, dass ich auf dich gehört habe. Ja, mach einfach weiter so. Außerdem, Seidel wurde verkauft. Auf Wiedersehen. Und Baku fällt für 3 Monate aus. Das heißt, wir haben jetzt 2 Verletzte mit Bell und Baku. Nicht ganz so schön, aber ich habe mit Vandenberg ja auch noch einen jungen Mann, den ich vielleicht mal reinschmeißen kann. Doch, damit ich mich da ein bisschen sicherer fühle, darf der Herr Vandenberg auch mal ein bisschen trainieren. Ich würde sogar fast sagen, ich gebe ihm jetzt mal ein bisschen mehr Training einfach. Dass jetzt die gesamte Woche über er trainieren darf. Um ihn halt ein bisschen zu pushen. Vielleicht kann ich ihn dann mal reinschmeißen. Ein bisschen leichte Abwehraufgaben noch. Ansonsten muss ich mal schauen, was ich dir überhaupt zumuten kann. Ich kann dir noch einen Schuss, ein bisschen Torwartduell, damit du als zentraler offensiver Mittelfeldspieler, der du ja sein willst, immer auch torgefährlich bist. Und ansonsten noch ein paar direkte Freistöße. Ich erwarte nicht viel. Oh, okay. B ist C, ist ein D. Das ist in Ordnung. Damit kann man leben, denn hoffentlich wirst du dementsprechend auch eine Alternative darstellen. Ich habe natürlich noch Möglichkeit, mit Kangin Lee in die Mitte zu stellen oder dergleichen, aber bin mir nicht sicher. Ich glaube, Lee ist da ein bisschen verschenkt. Ich muss ihn wohl eher auf den Flügel stellen oder eben das System umstellen, sodass der Transfer von ihm eventuell nicht das Schlauste war, was ich gemacht habe. Ich hätte das Geld anders investieren sollen. Apropos investieren, wir sind ja auf der Zielgeraden der Liga. Wir sind im März bereits und im Mai endet wahrscheinlich die Liga. Spätestens Anfang Juni mit Champions League, Pokalfinals und dergleichen. Wenn ihr so Vorschläge habt für Spieler, die ich mir holen sollte, erstmal positionsunabhängig, einzig Linksverteidiger müsste so ein bisschen drauf geschaut werden. Immer her damit, ich muss sie dann scouten lassen, damit ich eben die Spieler abschätzen kann und dann in der Sommerpause einkaufen gehen kann. Doch damit mehr Geld geht, oder damit es mehr Geld gibt, muss ich in der Champions League weiterkommen. Also ohne weitere Umschweife ab zum Rückspiel in der Champions League. Mainz 05 gegen Monaco. Viel Spaß dabei. Rückspiel im Champions League Achtelfinale. Die Mainzer konnten das Hinspiel mit 2:0 beim AS Monaco für sich entscheiden und haben natürlich damit eine sehr gute Ausgangslage geschaffen. Doch auch im Rückspiel kommen sie sofort. Rechts raus, aufwärts Tonali. Hat viel Platz, geht zur Grundlinie. Zieht nochmal nach innen, die Flanke viel zu weit. Und dann kommt Monaco. Ja, über Golovin, der im Hinspiel schon sehr aktiv war, Onyekuru über die linke Seite. Onyekuru lässt Kunde stehen, immer noch Onyekuru. Zieht jetzt auch die Seitenlinie entlang. Chip in die Mitte, wird geklärt. Und Porro kann die Ecke nicht verhindern. Also erste Ecke der Partie nach 6 Minuten für die Gäste aus Monaco. Kurz ausgeführt. Golovin bringt ihn rein. Ball wird rausgeköpft. Porro hat den Ball und damit jetzt die Konterchance für die 05er. Song Just. Zurück auf Latza, der weiter zur Kunde. Mit dem Ball rechts raus, doch Onyekuru hat wieder aufgepasst. Er kriegt den Ball auch sofort wieder, leitet weiter auf Enrich. Golovin. Zurück auf Berge. Berge hat ein bisschen Platz, kein Mainzer geht hin. Jetzt kommt Latza dazu, doch Martins kriegt den Ball noch. Martins mit der Flanke in die Mitte, rausgeköpft. Und dann kann Kunde endgültig klären und leitet damit den Mainzer Konter ein. Martin, schön in den Lauf von Sessegnon. Sessegnon zieht durch. Immer noch Sessegnon. Sessegnon geht bis zum Strafraum, legt zurück. Annahme, Abschluss, Führung Mainz. 11. Minute, die Mainzer gehen mit dem ersten echten Schuss aus Tor in Führung. Robin Quaison macht natürlich damit jetzt ein richtig schweres Los für die Monegassen. In der Gesamtwertung führt Mainz jetzt 3:0 und 3 Tore werden von Monaco gebraucht, um hier noch ins Viertelfinale einziehen zu können. Aber hier schaue ich das an, wunderschön mit der Hacke den Ball runtergelegt und dann mit rechts den direkten Abschluss in einer fließenden Bewegung stark gemacht von Robin Quaison. Da sieht man es nochmal deutlich. Keine Chance für den Keeper Lecomte von Atletico Madrid. Ja, damit natürlich keine Verlängerung heute, weil eben das Hinspiel 2:0 für Mainz ausging und die Mainzer kommen direkt wieder. Mateta.
Also. Schön aufgepasst vom monegassischen Verteidiger. Jetzt kommt Onyekuru. Wird aber sofort von Latze angegangen und Öztunali. Deswegen muss er abspielen. Kriegt den Ball aber wieder zurück. Doch aufgepasst von den 05ern. Die kommen. Ja, Kwasoffe hindert hier den Ballverlust. Schön nachgesetzt, Hunde. Will wieder spielen, aber erneut eine starke Grätsche im Aufbauspiel. Und der Konter von Monaco über Martins. Nochmal zurück auf Golovin, der das Spiel immer vor sich hat und leiten soll. Und Onyekuru schön am ersten, am zweiten vorbei. Niakate schaut auch nur hinterher. Und Onyekuru und Müller ist da. Stark pariert vom Mainzer Schlussmann. Die 05er kontern jetzt über Porro. Weiter auf Kunde. Porro setzt nach und hält den Ball damit in den Reihen. Mateta zurück auf Danny Latza, der Mainzer Kapitän. Zu Quaison links raus auf Sessegnon. Quaison schön auf Mateta. Mateta schön rumgedreht. Mateta, starker Abschluss und klasse pariert. Schöne Chancen jetzt hier auf beiden Seiten. Einmal pariert Müller und dann pariert eben hier Lecomte. Hier sehen wir es mit der Hand noch dran. Wir werfen einen Blick auf die Chance. Starkes Solo von Onyekuru. Geht er am 3 Mainzern vorbei, als wären es Fahnenstangen. Und dann kann Müller mit dem Knie noch den Ball parieren. Die Ecke für die Mainzer. Martin auf dem kurzen Pfosten verlängert. Da ist Quaison, Quaison. Der Ball auf der Linie geklärt. Was für ein seltsames, ein kurioses Tor gewesen. Was jetzt in der Wiederholung deutlich wird. Der Ball wird verlängert vom Monegassen. Dann die Brustannahme ist gar nicht gut. Dann mit dem Standbein bringt Quaison den Ball Richtung Tor. Und vor der Linie kann er noch geklärt werden. Aber wieder die Mainzer. Niakate. Oh, was für ein Fehlpass von Niakate. Berge. Und Onyekuru. Berge. Schöner Doppelpass. Immer noch Berge. Weiter auf Martins. Ja, Monaco. Monaco spielt wieder zurück. Dann kommt die Flanke in die Mitte. Und der Kopfball aus der Distanz. Kein Problem. Müller mit dem direkten Abschlag. Hat im Hinspiel so ein Tor vorbereitet. Hier kommt der Ball zurück. Über Onyekuru. Ja, schön Enrich und Onyekuru legt durch und stark pariert von Müller. Niakate leitet den Konter ein, Kunde. Aber wieder viel zu unsauberer Pass. Und deswegen kommen wieder die Monegassen, Golovin. Oh, lässt wieder ein paar stehen, Golovin legt weiter auf Ben Yedder und kein Problem für Müller, der da nur noch feststehen muss. Hier sehen wir nochmal die klasse Parade von Müller, macht sich breit und kann mit dem Oberschenkel den Ball parieren und damit den Ausgleich verhindern. Dann der Konterversuch der Mainzer wird unterbunden. Dann kommt wieder Golovin. Starkes Solo. Schön, wie er das hier macht. Lädt weiter. Aber der Abschluss zu sehr auf den Mann. Und dann nochmal Abschlag Müller. Tsunali hält den Ball. Schön, legt in die Mitte. Dabei wird geklärt. Doch, Tsunali kriegt die zweite Chance. Weiter auf Quaison. Steckt durch für Mateta. Mateta verzieht. Aber stark pariert auch vom Keeper. Das war's mit der ersten Hälfte. In der zweiten Hälfte dauert es bis zur 60. Minute. Dann Ablage auf Song. Tschüss, der Schuss wird abgeblockt. Doch er setzt nochmal nach. Die Mainzer bleiben im Ballbesitz. Kunde liegt weiter. Öztunali. Öztunali! Und wieder ist der Keeper da. Stark gehalten von Lecomte. Der Konterversuch wird unterbunden. Die Mainzer halten den Druck hoch. Latza weiter auf Kunde. Quaison, Ball ist wieder weg. Monaco haut den Ball nur raus. Mainz bringt ihn sofort wieder rein. Latza. Wieder zu Kunde. Auf Latza, weiter auf Mateta. Ballverlust. Und der Ball kommt wieder zurück. Diesmal Song Juice, der den Ball im Kopfballduell behalten kann. Kunde. Quaison. Schön auf Mateta, er lässt ihn aussteigen. Mateta ist durch. Mateta scheitert noch und da steht Quaison 2-0 Mainz. Das war es endgültig. Das ist die Entscheidung. Jetzt braucht Monaco 4 Tore in den nächsten knapp 25 Minuten. Und bisher haben sie nicht wirklich einen Eindruck hinterlassen, als wäre das für sie heute möglich. Hier stark gemacht von Mateta. Den Ball kann Lecomte noch parieren. Doch dann ist natürlich Quaison völlig frei. Muss nur den Kopf halten, hinhalten. Und das war's natürlich. 2-0, Doppelpack von Robin Quaison. Und es gibt noch eine Möglichkeit in der Partie. Weil Mainz hat nicht genug. Sie pressen direkt wieder. Kurz nach dem 2-0-Treffer sehen wir hier. Silva läuft früh an. Immer noch Silva. Dann wird Sessegnon ebenfalls, geht er mit drauf. Sessegnon gewinnt den Ball. Silva.
Silva auf Mateta. Mateta geht vorbei. Mateta stark pariert vom Keeper. Und das war's. Mainz gewinnt mit 2:0 und steht damit im Viertelfinale der Champions League. Gegen wen sie da antreten müssen, wird demnächst ausgelöst. Und Mainz mit 2:0 Siegen ohne größere Probleme gegen Monaco weitergekommen. Na also, in der Champions League läuft es. 2:0 Sieg gegen AS Monaco und damit relativ souverän ins Viertelfinale eingezogen. Da bin ich mal gespannt, gegen wen es gehen wird. Wir sehen in der Liga erstmal 3 Punkte Vorsprung auf die Bayern. Tordifferenz immer noch relativ viel schlechter. Aber da erwartet uns als nächstes der SC Freiburg, wie ich sehe. Und die kämpfen gegen den Abstieg. Aber der Blick ist natürlich viel wichtiger hier auf die Champions League. Wie sieht's denn aus? Achtelfinale, Leverkusen rausgeflogen. Ich weiß, dass Dortmund rausgeflogen ist. Piemonte Calcio, also Juventus Turin, hat Manchester United rausgeschmissen. Liverpool hat die Bayern rausgeschmissen. Lyon knapp weiter gegen Tottenham. Okay. Es ist noch nicht ganz entschieden zwischen PSG und Real, sowie Barcelona und Inter Mailand. Aber ich bin der letzte deutsche Verein, der noch vorhanden ist in der Champions League. Das heißt, ich muss die Fahne hochhalten. Und gegen wen es geht in der Champions League, seht ihr dann beim nächsten Mal, wenn es weitergeht bei FIFA 20. Ich bedanke mich mehr fürs Einschalten. Hoffentlich bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.